Hallo Freunde, ich war vor kurzem krank, was, ja, leider ab und zu vorkommt. Ich erspare euch die Einzelheiten, aber es war eine Mischung aus Kopfschmerzen, Magenschmerzen, Beinschmerzen, im Grunde genommen einfach Schmerzen überall. Ja, definitiv nicht das Beste, was ich hier gefühlt habe. Und ich bin eigentlich neu in meiner Nachbarschaft. Und obwohl ich fühlte, dass ich eine medizinische Fachkraft aufsuchen sollte, kannte ich keine guten. Also ich habe meinen guten Freund Cornelius angerufen, der schon eine ganze Weile in meiner Stadt wohnt und mir empfehlen kann, wen ich in dieser Situation anrufen soll. Er, wie ich, beschäftigt sich hobbymäßig mit Etymologie und, wenn ich so ehrlich sein darf, ist auch ein kleiner Witzbold. Also nachdem ich ihn von all meinen Beschwerden erzählt hatte, sagt er sofort, oh ja, kein Problem, ich weiß genau, welchen Experten du anrufen musst. Er ist ziemlich beschäftigt und seine Kunden sind im Allgemeinen, sagen wir mal, sehr hochgerätig. Ehrlich gesagt, normalerweise hätte er keine Zeit für dich, aber ich werde ein gutes Wort für dich einlegen und ihn fragen, ob er dich in seinen Zeitplan aufnehmen kann, vielleicht auch mit einem Freundschaftspreis. Du wirst in guten Händen sein. Er ist nicht nur ein gewöhnlicher Mediziner, er ist der Beste in seinem Fach. Und wenn man so will, ein wahrhafter Archäater. Wow, ein Archäater? Nun, wenn du es so ausdrückst, wie könnte ich dann ablehnen? Oh, ich sollte wahrscheinlich anhalten und erklären. In der Antike war ein Archäater ein königlicher Arzt oder häufiger ein Arzt, der ein Team von königlichen Ärzten leitete. Das Wort ist eine Kombination aus dem Präfix Archi und dem Substantiv Iatros. Archi bedeutet Haupt oder Chef, wie ein Architekt oder buchstäblich der oberste Handwerker. Oder auch Erzfeind, der Hauptfeind. Und Iatros bedeutet im Altgriechischen und auch im Neugriechischen Arzt. Es ist zum Beispiel die Quelle des Wortes Psychiater oder Arzt der Psyche. Dieses Wort, das einen antiken Arzt für die Elite bezeichnet, wurde erstmals im 2. Jahrhundert vor Christus erwähnt, in Bezug auf den Leibarzt von Antiochos II., König der Seleukiden, und wurde während der gesamten römischen Zeit verwendet. Das Wort bezeichnete den Comes Archiatrorum, einen hochrangigen Beamten im römischen Reich, zum Beispiel Vindicianus, den Leibarzt von Kaiser Valentinian, der im späten 4. Jahrhundert nach Christus regierte. Nach dem Fall des römischen Reiches beschäftigten verschiedene europäische Herrscher immer noch einen Archiater, unter anderem die fränkischen Merowingerkönige im 6. und 7. Jahrhundert und auch interessanterweise die Päpste, die seit der Etablierung dieser Institution bis in die Gegenwart an den Archiater Pontificio beschäftigen. Und auf Deutsch entwickelte sich der lateinische Begriff allmählich zum althochdeutschen Arzat und von dort zum modernen deutschen Arzt, das im Gegensatz zu seinem Vorfahren nicht mehr einen königlichen Arzt bezeichnet, sondern einfach einen Arzt im allgemeinen Sinne, wie offenbar Dr. Müller, den Arzt, den Cornelius mir empfohlen hatte, anzurufen. Ja, ich dachte, ich würde einen Arzt aufsuchen, der auch schließlich VIPs betreut. Zumindest hatte Cornelius ihn so beschrieben, aber es stellte sich heraus, dass Cornelius scherzhaft von einem Arzt im etymologischen Sinne sprach. Und in diesem Sinne war Dr. Müller definitiv erstklassig. Im modernen Sinne war Dr. Müller vielleicht nur ein gewöhnlicher Arzt, der gewöhnliche Patienten wie mich behandelte. Aber er gab mir einen fairen Preis und vor allem heilte meine Schmerzen schnell und effektiv. Nun, ich bin zwar kein Monarch oder VIP, aber dennoch fühlte ich mich unter der Obhut von Dr. Müller, einem wahren Arzt im eigentlichen Sinne des Wortes, wie königlich behandelt. Anscheinend soll man sich laut der Etymologie genau so nach einem Arztbesuch fühlen. Danke fürs Zuschauen.